Moin Moin, willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Warships und zu einer letzten Runde fürs erste zumindest in Work in Progress. Britischer Schlachtschiffbaum Stufe 10 erreicht. Heute geht's um die Conqueror, die Spitze des Eisbergs, das, wo die Reise nachher hingehen soll, wenn man sich dem britischen Schlachtschiffbaum widmet. Ja, die Conqueror kommt mit Überlebensfähigkeit von 82.900 Punkten her. Das ist ein ganzen Happen weniger als seine Pendants auf derselben Stufe. Panzerung 19 bis 456 mm, eine ganze Menge, wenn man sich das hier so ankickt. Dann habt ihr hier unten 279 mm geil drauf bis 406 und hier oben die üblichen 32. Die üblichen Verdächtigen, das kennen wir. Nehmen wir mal die Torpedowülze weg, kicken wir ein bisschen weiter rein hier. Nehmen wir mal hier oben das noch weg. So, Torpedo-Shot, den kriege ich jetzt gerade nicht weg. Wie kriege ich den euren Kram hier weg? Da kriegen wir den weg. So, hier unten, ihr seht, da ist halt relativ breit angesiedelt. Das heißt also, ein Zitadellentreffer Open Conqueror ist nicht ganz so einfach. Allerdings hier oben seht ihr die Aufbauten. Das ist der Knackpunkt des Ganzen. Wenn da Granaten reinprallen, dann sieht das nicht mehr ganz so nett aus. Dafür sind die Geschütze aber mal wieder reichlich geschützt. 416 hier unten. Nur hier oben 305 schön angeschrägt. Oben Deckel. 254, also Geschützausfall dürfte doch eher selten sein. Unser Kaffeetassenhalter hier hat 228 bekommen, auch eine ganze Menge. Hier hinten hätten wir noch einen Kommandoturm, 127 und 51 mm. Das ist, wenn der Commander da mal ein bisschen durch die Gegend wandert. Also, ne, die Panzerungswerte gefällt mir, sieht ganz gut aus. Torpedoschutzschadensverringerung 30%, ist ein schöner Abzug. Wenn das Ding dann auch wirklich in den Torpedoschutz reinknallt, kann man damit anfangen. Wird der Treffer zum Beispiel von der Shimakaze oder ähnlichen seiner kleinen Hackenbeißer die Jagd auf das Ding machen werden. Nicht ganz so übel. Sekundärbatterie und Hauptbatterie ist das, was die meisten interessiert. Vier Zwillingsgeschütze hier, 457 mm. Die gibt es auch noch eine Nummer kleiner, da gehen wir später nochmal drauf ein. 30 Sekunden Ladezeit, 45 Sekunden für die Kehre. Das ist ein ordentlicher Wert. Das ist schon verdammt schnell. Für die Kehre. Sprenggranaten in 457 mm Größe machen 8200 Höchstschaden bei einer sagenhaften Brandwahrscheinlichkeit von 63%. Das wird viele verlocken, das Ding reichlich mit HE zu malträtieren. Und dann werden sie viel auf den AP-Schaden verzichten und das ist eher ungünstig, weil hier habt ihr einen HP-Schaden von 14.900. Das ist eine ganze Menge. Und das Ganze bei einer Reichweite von 28,1 Kilometer. Allerdings nur, wenn ihr das entsprechende Modul eingebaut habt. Sonst war die Entfernung hier ein bisschen geringer. 8 Zwillingsgeschütze im Sekundärbereich. Auch wieder 134 mm wie seine Vorgänger. 1900 Sprenghöchstschaden, also HE-Munition verschossen. 8% Brandwahrscheinlichkeit, 6,3 Kilometer Feuerreichweite. Jo, gefällt, macht Spaß, macht Laune. Könnte man dem einen oder anderen vielleicht ein paar Probleme mitmachen. Flugabwehr, Wargaming-Wertung 82, 12 einfache 40 mm Geschütze, auch schön auf dem Schiff verteilt, also nicht nur zentral im Mittelfeld. Das macht es den heranfliegenden Ratten der Lüfte ein wenig schwerer. Nur 104 mittleren Schaden ist auch in Ordnung, 3,5 km Reichweite gefehlt. Dann haben wir noch 4 Zwillingsgeschütze, 40 mm. Haben sie auch wieder sehr schön designt, gefällt mir, sehen gut aus. Machen 102 Schaden im mittleren Bereich bei 3,5 km Reichweite. Dann haben wir noch 11 Sechsfachgeschütze. Auch dort dürfte reichlich Musik drin sein, weil 321 mittlerer Schaden kann sich sehen lassen bei 3,5 km Reichweite. Jo, und wenn das alles immer noch nicht reicht, haben wir ja auch noch die Sekundärbewaffnung, die dann auf die Fliege anlegt. Waren allerdings dann nur 68 mittleren Schaden, laufen aber auf 5,2 Kilometer. Wenn die Wehrfähigkeit 29,5 Knoten, das ist eine ganze Menge, das ist in Ordnung. Wenderadius 940 Meter ist ein guter Wert, allerdings ganz normal im Schlachtschiffbereich. Außer dem großen Kurfürsten, der da ja doch
Wesentlich mehr hat Ruderstellzeit, 13,9 Sekunden, allerdings mit dem Modul schon nachgeholfen. Was die Verborgenheit betrifft, kommt ihr hier auf sagenhafte 12,9 Kilometer. Das ist ein irrer Wert. Hier ist nicht mal der Kapitänskill mit bei. Wenn der Kapitänskill da nochmal Prozente runtergeknabbert, dann war das wirklich unsichtbar, das Schiff. Allerdings wisst ihr ja, einmal geschossen seid ihr auf und das auf 28,1 Kilometer ist halt so. Erkennbarkeitsreichweite zu Luft 14,1 ist in Ordnung, aber das Ding hier lebt wirklich von einem sehr guten Tarnwert. Da kann man sich anschleichen, First Shot setzen und dann mal weiterkicken. Was die Module betrifft, habt ihr natürlich die Maximalausbeute hier, Hauptbewaffnete Modifikation 1, trotzdem hier die Geschütze für Ausfall bewahren. Außerdem geht das ja dann auch noch auf die Reparaturzeit und ähnliches. Im zweiten hier die maximale Streuung runtergezogen. Hier ist alles andere durchaus denkbar, was man machen kann, weil auch die Drehzahl der Geschütze das auf jeden Fall hergeben. Im dritten habe ich mich jetzt erstmal für die 16% mehr Höchstreichweite entschieden. Klar, hier kann man die Nachladezeit nochmal verarbeiten oder auf Flak oder sekundär gehen. Das ist jedem selbst überlassen. Im vierten Slot Schadensbegrenzungssystem eingebaut, um dem Schaden entgegenzuwirken. Dann die Ruderstellzeit eben erhöht, um auf diesen guten Wert zu kommen. Und zu guter Letzt ein Tarnmodul eingebaut, um die gute Tarnung der Briten dann auch noch ein bisschen zu verstärken und da nochmal 10% runterzuziehen. Ja, so sieht mein Conqueror aus. Munitionsverbrauch und Materialien. Seht ihr, es ist kein Flieger an Bord. Habt ihr nicht. Wir haben ganz normal Schadensbegrenzungsteam, das große. Hier ist noch das kleine Verbrauchsmodul, Reparaturmannschaft 1 drauf. Ihr könnt 1658 Trefferpunkte hochheilen, 20 Sekunden lang. Was da zum Hochheilen zu sorgen gibt, habe ich im Clip davor gesagt. Da sage ich jetzt mal nichts zu. Ja, da hat jeder so seine eigene Meinung zu. Es kommen ganz viele Cloakschieder, die da meinen, alles besser zu wissen. Es gibt andere Leute, die sagen, das ist völlig in Ordnung. Der nächste sagt, das ist völlig overpowered. Leute, macht euch eure eigene Meinung. Jeder soll nachher seine Meinung haben. Es wird nachher Pro-Spieler geben, die mit den Dingern richtig geil klarkommen. Es gibt Leute, die nachher den Reparaturbutton viel zu früh und viel zu hektisch drücken werden. Ich glaube nicht, dass das nachher so viel Unterschied macht. Denke ich mal. Zu den Modulen sei doch mal gesagt, ihr bekommt das gute Stück standardgemäß mit 419ern. Wenn ihr euch für die 419er Geschütze entscheidet, habt ihr 3 Geschützrohre pro Geschütz, sprich eine ganze Menge mehr in Zahlen 4, im Gegensatz zu den 457ern. Allerdings bleibt, was Ladezeit und Dauer für die Kehre betrifft, da das gleich. Nur die Sprenggranatenhöchstschaden ändert sich, auch die Brandwahrscheinlichkeit ändert sich. Ihr kommt nicht mehr auf über 60, sondern nur auf 48%. Habt 7200 HE Höchstschaden und nur noch 13.000 AP Höchstschaden. Das wird nachher auch wieder eine Philosophie sein. Mehr Granaten rausschicken, dafür auf ein bisschen Damage verzichten, auf ein bisschen Brandwahrscheinlichkeit oder eben mehr Damage machen. Ne, und dafür ein paar Granaten weniger haben, da wird es den einen oder anderen geben, der da viel ausprobieren wird und sich dann nachher für das eine oder andere entscheiden wird. Wir werden jetzt erstmal hier die 457er drauf lassen, werden damit in See stechen und gucken, was wir damit erreichen können. Also ab die Post, raus auf See, ich schmeiße einen Kapitän rauf und dann sehen wir uns gleich im Gefecht wieder. Jo, und da sind wir mit der Conqueror auf Eisinseln gelandet. Matchmaking sieht ganz schnieke aus, gefällt mir. 2 Zerstörer auf der Gegnerseite, 3 bei uns. Dort ganze hier so von, jo, warte mal, Fletcher, das ist 9 bis 10, 10, jo, passt, ist also eher im oberen Bereich. Ja, ganz schön viele Schlachtschiffe, ne, die Gegner haben 5, wir haben 5, sieht gut aus. Ne, großer Kurfürst, Yamato dabei. Ne. Das gefällt. So, wir sind auf der rechten Seite. Wir nutzen jetzt den guten Kornwert der Conqueror aus. Und auch die doch fast 30 Knoten Geschwindigkeit. Und düsen schon mal rechts rüber und hoffen, dass hier irgendeiner mitkommt. Der die nicht alle da nach links jetzt abdüsen. Und dort wir hier auf der rechten Seite ein bisschen Support kriegen. Sollte das nicht der Fall sein, ist er dir mit der Conqueror auch überhaupt kein Problem. Ne? Bei knappe 30 Knoten drehst du mal eben um, fährst den anderen in der Nähe. Und hast nicht das Gefühl, dass du da hinterher dümpeln musst. Kabarovs geht vor Spotten, das finde ich immer gut.
ne, hast keinen Tarnwert, gehst aber trotzdem spotten, das finde ich nice, das ist schön. Fletcher und Kagero sind da auf der linken Seite beschäftigt, Montana und Moskva scheinen da hinten dran zu kommen. Unsere Yamato Kurfürst, Yamato 2, die kommen alle hier in die Richtung, Zau kommt hier in die Richtung, also, was hier da auf der rechten Seite doch mal ein bisschen Support versehen sein. Da, Zau, Daumen, Doppelpack, machen hier einen schönen Parallelflug, das sieht gut aus. So, jetzt brauchen wir nur noch irgendwas vor der Flinte kriegen, damit wir unsere 4,57er in der Nacht zum Singen bekommen. Und kicken, was da geht. Kabarovs ist schön nah dran hier. Auch in Zau mit 3,5 Kilometer. Also braucht man erstmal keine Angst zu haben, dass man hier alleine auf dem Präsentierteller steht. Aber mit dem Tarnwert von knappe 13 Kilometer muss ja auch keine Angst haben, dass du gleich sofort aufgehst. Also sehr schön, sehr gut. Aber immer noch kein Feind zu sehen. Mir fällt langsam nichts mehr ein, was ich hier an Tüdelkram erzählen kann. Also wadatit das hier jetzt irgendwas, wo es Ruhe kommt. Sonst fange ich an, hier aus meiner Kindheit zu erzählen. Das ist ja auch nicht das halbe Wahre hier. So, also, die Leute sind da, um Action zu sehen. Kommt raus, ihr allen Gegner. Die Conqueror will euch einen verbraten. Wenn wir hier ein C-Cap hätten, dann könnten wir das jetzt langsam einnehmen. So nah sind wir mittlerweile dran, ohne dass wir irgendwas vom Gegner gesehen haben. Drüben auf der anderen Seite haben sie deutschen Zerstörer Z-52 abbekommen. Gucken, ob Fletcher und Kagero das da hinten mit Hilfe der Moskva handeln können. Hier wird schon geschossen und da haben wir den Hindenburg. So, jetzt kann das losgehen. Guckst du mal, liebe Grüße, da hat er schon wieder geschafft, hier ins Gefecht reinzukommen. So ist das manchmal. Die World of Warships Welt ist halt noch klein, da trifft man sich regelmäßig. Aber wie auch immer, jetzt wird abgesetzt hier. Raus mit den Granaten. Und rennende Figur 4059 zur Begrüßung. Eine Granate hat jetzt sie gefunden. Die andere ist an der harten Panzerung der Hindenburg abgeprallt. So. Schon wieder getarnt. Schon wieder nicht mehr zu sehen. Das ist sehr gut. Dann können wir jetzt auf Hibugi absetzen, ohne dass die weiß, wo das herkommt. Außer sie hat hier den entsprechenden Skill, wie viele da auf sie zielen. Granaten sind raus, laufen, die Ibugi dreht ein, aber ein bisschen spät, hat knappe 7,5 in die Seite gedrückt bekommen. Der geht's auch nicht mehr so gut, mit 7,7 steht die nicht mehr ganz gut da. Muss ich hier von der Kabarovs behaken lassen und da seht ihr jetzt, auch hier, der Tarnwert hat schon wieder zugeschlagen. Wir sind schon wieder unsichtbar. Also das ist eine feine Sache, das kann man mit den Briten natürlich sehr gut machen, gerade wenn der Gegner sich so weit weghält. Dann geht das sehr gut. Wir können dem Kuxuwa noch mal hinterher schießen. Gucken, ob wir den noch mal erwischen. Und da erwischt es unsere Zau. Die Dämonen hat ihn rausgeballert. Das ist ärgerlich. Damit haben wir schon mal zwei Schiffe eingebüßt. Der Gegner erst eins. Eine Hindenburg haben wir dran vorbeigesemmelt. So, aber Support ist mittlerweile da. Dann können wir jetzt vorrücken. Können mal gucken, Kurfürst hier schön breitseitig. Yamato geht gerade zu, da schlägt auch der Tarnwert zu. Das ist jetzt so eine Sache, ich stehe jetzt selber breitseitig, das heißt erstmal eindrehen, bevor ich hier Yamato und Kurfürst meine Breitseite präsentiere, nur weil ich offen bin. Und sofort haben wir ein Schiff 2, sogar 3, die jetzt auf die Conqueror hier zielen. 4, 5, 6 Schiffe, die jetzt den Briten hier raushaben wollen. So, Granaten kommen, gehen ins Wasser, gehen in die Panzerung. Noch sieht alles gut aus. 1-2 Treffer, aber kaum Schaden kassiert. So habe ich das gerne. Ja, was ist mit meinem Support? Was passiert da? Kurfürst ist hier angekommen, Moskva ist hier angekommen. Aber ihr seht, da ist eine Rudelbildung in einem einzigen Quadrat. Die machen Pause, die spielen standgeschützt. Dann kann ich natürlich mit meiner Conqueror hier nicht vorrücken. Die Zau hat auch nur noch 4700 Punkte. Die Gefahr, dass der hier rausgelutscht wird, ist viel zu hoch, als dass ich hier jetzt alleine vorrücken würde. Also, da hat unsere Yamato, die gegnerische Yamato rausgekriegt. Sehr schön. Ich werde jetzt mal die Range hier ausnutzen, die die Conqueror mitbringt.
auf 20 Kilometer versuchen, der Hindenburg Nummer 1 reinzudrücken. Unsere Zauber sind derzeit erwischt und nach wie vor unsere großen Brocken stehen da. Ja, was willst du machen? Alleine vorrücken kannst du nicht, nicht bei dem, was da steht. Und das ist mal wieder, das ist das Typische, was momentan leider Gottes passiert, was ich auch wirklich anprangere, was auch viele andere Spieler stört. Leute, hört auf, eure Schiffe irgendwo hinzustellen und dann einfach da rumzustehen. Da kriege ich schwer an eine Seite, hab böse bezahlt, dass ich hier zu weit offen war, zu lange offen war. Hier hageln die Granaten gerade rein. Jetzt muss ich zusehen, dass ich ein bisschen Abstand zwischen mich und die Jungs hier bringe. Conqueror. Angelegt auf die Kurfürsten da hinten. Raus die 457er, volle Breitseite. Und Flugzeit natürlich bei 18 Kilometer. Dauert eine Weile hier. Eingehagelt 14.700 in die Seite vom Kurfürsten. Aber ihr seht, der heilt schon gegen. Ne? Hat nach wie vor über 80.000 Punkte. So viel bringen wir hier gerade mal eben mit, wie viel der jetzt da noch hat und wieder am Hochteilen ist. So, zweite Salve komplett raus, weil er da so schön parkt. Ich werde jetzt mal zu meinen großen Brocken hier im Team fahren. Mal gucken, ob ich die animieren kann, wenn ich denn von der Seite hier nochmal losfahre, ob ich sie denn dazu bekomme, dass sie mitfahren. Momentan ist das Einzige, was den Conqueror hier am Leben hält, dass er immer wieder in den Tarnwert reingeht. Auch die gegnerische Yamato steht hier. Das ist ein reines Standgefecht. Leute, 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 hört bloß auf damit. Das ist nicht witzig, was er hier macht. So, also, jetzt nochmal. Schiff ausgerichtet. Gucken, ob ich die Jungs dazu kriege, jetzt mitzufahren. Manchmal ist es ja so, man muss nur einen Vorreiter machen und dann passiert das. Punkte sind auf 60.960 runter. Und ich werde jetzt mal Richtung Montana mich aufmachen. Und gucken, was da geht. Mal hochheulen auf dem Weg. Und ein paar Punkte zurückholen. Da geht die Des Moines auf. Auch die spielt standgeschützt und nutzt es aus, dass sie hier doch einen sehr guten Schusswinkel hat und versucht hier über die Eisinsel da rüber zu ballern. Wir konnten hochteilen von rund 60.000 auf 74.000. Und da ist unsere Hindenburg wieder ordentlich der Kuxüber. Und so, da drehen wir ein, Jung. Drehen noch einen halben Weine ein. Brand lassen wir natürlich laufen, weil wir den gut hochheilen können, solange das nur ein Brand ist. Da gibt es zweimal 4.900, wir haben aber nochmal die vordere Batterie. Und auch die schlagen schön ein, nochmal für 9.500. Also die Briten als Kreuzerjäger eignen sich ideal. So, der Brand läuft immer weiter. Die Hindenburg schießt hier mit AP, aber ihr seht schweren Schaden noch und nöcher. Meine Jungs kommen leider nicht mit. Somit habe ich Kurfürst und Hindenburg und Montana hier alleine an der Becken. Ne? So, der guckst du was raus. Hat der Kurfürst da auf Range gemacht. Mich hat der Angriff hier über 40.000 Punkte gekostet. Und es hat einfach keinen Sinn. Da ist jetzt Yamato, Montana und Kurfürst. Ich bin runter auf 20.000 Punkte. Wenn du keinen Support kriegst, kannst du einfach nicht fahren. Da hast du keine Chance. Und solange du solche Teammember hast, die sich hier wirklich dann nur hinstellen, bringt es einfach gar nichts. Das heißt für mich hier, ich habe noch 36 Sekunden, bis ich hochheilen kann. Können wir doch mal gucken, wie weit wir hier von 20.000 Punkte aus hochkommen. Aber weiter vorfahren bringt hier einfach nichts. Solange die beiden Yamatos und der Kurfürst hier alles nur auf Range versuchen, biete ich mich hier als Ziel an. Dafür, dass die dann auf Range ihren Damage machen. Ärgerlich, ärgerlich, sowas. Macht das ganze Spiel sehr, sehr statisch. Und solltet ihr das im Nachhinein mal sehen, überlegt euch mal. Wenn das jetzt alle machen würden, dann würden sich ne, alle nur noch hier auf ein Fleckchen stellen. Alle würden sich nur beschießen. Ihr lebt davon, dass andere Leute so trottelig sind und euch was aufmachen und vorfahren und das versuchen, irgendwie der Spiel anlaufen zu halten. So, Reparaturbutton gedrückt.
wir heilen hoch von 20.000, sind wir jetzt mittlerweile bei 40.000 angelangt. Also hier geht jetzt eine ganze Menge mit dem Conqueror, das seht ihr. Ne? Aber nochmal, es geht hier um leichten Schaden, um Feuerschaden und ähnliches. Um die schweren Treffer, die könnt ihr nicht hochheilen. Aber so hat sich das richtig gelohnt, von 20.000 bis auf 53.000 wieder hoch. Das war eine ganze Menge. Damit sind wir jetzt wieder einsatzbereit. Aber ihr seht, je näher der Gegner da hinten kommt, umso mehr nehmen die hier die Beine in der Hand. Der Kurfürst hat gesagt, ne, die sind mir zu nah, ich gehe jetzt. Ja, ärgerlich, ärgerlich. De Moin. Einmal volle Salve, bitte. Volle Salve läuft. Die Yamato von uns brennt hier lichterloh. Ist aber immer noch nicht bereit, die Pfade aufzunehmen. Und da haben wir mit 14.600 die den Moin voll erwischt und haben ihn aus dem Leben geboxt. Schöner Zitadellentreffer auf die Range hier. Feines Arbeiten. So, jetzt nochmal, sobald wir nachgeladen haben, Alpha Montana oder den Kurfürsten oder die Montana. Nein, wir bleiben bei der Montana hier. Die läuft etwas breitseitiger. Der Kurfürst zeigt mir doch sehr die Nase. Also versuchen wir das lieber hier. Unsere Yamato brennenderweise im Rückwärtsgang. Da fehlen mir fast die Worte. Ne? So, da gibt es nochmal 7-8. Der Kurfürst hat sich entschieden, lieber auf meine Wenigkeit zu schießen, als hier auf die Yamato. Möchte sich wohl einfach den Briten in die Liste seiner Abschüsse einreihen. Das gilt halt jetzt zu verhindern, mein Freund. So, Yamato setzt auf dich. Du kriegst jetzt von mir mal HE. Weil wenn einem ein Deutscher so die Front zeigt, dann ist HE meistens besser. Außerdem wollen wir jetzt mal sehen, wie die HE wirkt. Und ihr seht, zwei Granaten haben hier eingeschlagen. Trotz über 60% Brandwahrscheinlichkeit, ja, gab es hier nicht sofort einen Brand. Also die Briten machen bei jedem Treffer einen Brand. Fehlanzeige funktioniert eben leider nicht. So, aber zweiter Versuch mit HE. Der Kurfürst hat jetzt hier leicht den Rückwärtsgang angelegt, würde ich sagen. Wenn ich mir das so richtig angucke, kann ich mich natürlich auch verschätzen, weil der Nebel ja doch recht hoch geht. So, aber da haben wir jetzt unseren Brand, 3000 Schaden, insgesamt 4 Granaten ihr Ziel gefunden, mit Brand. Kann er den löschen? Ja, hat er gelöscht. Das heißt, wenn wir da jetzt nochmal mit HE ankommen, selbst wenn wir keinen Schaden machen, brauchen wir nur den Brand, um ihn von seinem Elend zu erlösen. Yamato hat er abgesetzt, hat aber auch mal wieder an der Kurfürst-Tarnung sich die Zähne ausgebissen. Tarnung sage ich schon, Panzerung, so rum. Die Panzerung vom Kurfürsten ist halt wirklich schon brachial. So, da haben wir unseren Brand, sehr schön. Ja, damit kann er das Zeitliche segnen und adios, Kurfürst. Da bist du raus, jetzt haben wir hier noch die Montana. Die läuft auch schön breitseitig, dreht jetzt, aber bisschen nach hinten oder nach vorne. Ja, ist schwer zu erkennen. Wir setzen einfach so ab, als wenn er gerade ausfahren würde. Dann gucken wir, was hier an Granaten geht. Ja, doch, der dreht nach zu uns ein hier. Ja, aber macht nichts. Hat trotzdem Brand. Jetzt momentan funktioniert die HE wunderbar. Allerdings, wenn man sich den Damage-Sticker anguckt, hat er gelöscht. Wollte ihm nicht brennen. Kommen wir hier über die Insel rüber. Gucken mal, oh, abschätzen, die Richtung einschlagen. AP in die Seite drücken, weil der müsste da breitseitig an der Insel hocken. Sind sogar alle Granaten rübergegangen und machen 12.900 Damage. Ja, hast du denn Worte? Also 4,57 ist halt auch ein brachialer Wert an Millimeter. Das in Kleinwagen, die da rüberballern. Ne, da kannst du dir auch so kleine Elefanten leihen und die da rüber schießen. Das ist Wahnsinn. So, jetzt mal auf der Yamato. Die läuft nämlich auch ziemlich breitseitig. Das könnte was werden. Schönes Schussbild. Und nochmal 12.300 in die Seite von der Yamato. Wir führen mit 570 zu 380 Punkten, sind am gegnerischen Cap dran. Also momentan gibt es keine Begründung auf die Yamato wirklich zuzufahren. Ganz im Gegenteil, jetzt zeigen wir mal lieber nicht ganz so viel Breitseite hier, weil die 460er von der Yamato sind halt auch eine Macht für sich.
So, da ist sie ja mal dazu. Einfach mal weiter in die Richtung geballert, weil der wird gleich wieder aufgehen, wenn er schießt. Wir zumindest sind entdeckt hier. Zwei Schiffe zielen Richtung Conqueror. Sofort wieder eindrehen, da kommen die Yamato. Und seitlich trotzdem 5000 kassiert. Ja, wenn die Yamato zulangt, dann tut das halt weh. Das ist einfach so. Und ist er auch schon wieder getarnt. Also nur das mal zum Tarnwert von anderen Schiffen. Der ist vielleicht nicht ganz so hoch wie bei den Briten, aber ihr seht auch Yamatos auf 16 Kilometer profitieren davon. Oh, da gibt es 8800 hinten oben Arsch. Die Briten sind also ziemlich verletzlich. Da ist nichts mit großartig Panzerung. Also das erstaunt mich jetzt schon, dass sie von hinten dann doch so einen Damage kassiert hat. Das kenne ich vom Kurfürsten und von der Yamato nicht so. Jedenfalls nicht in der Höhe, da kriegst du mal 2.000, 3.000 Schaden, aber nicht gleich 8.000. Das ist eine ganze Menge. So, jetzt schnell wieder eindrehen. Da kommen nämlich die nächsten Granaten. Ja, rechtzeitig eingedreht, sehr schön. Yamato hat jetzt noch 3.000 Punkte. Versucht hier gegenzuheilen, hat nämlich einen Brand. Komm, jetzt nochmal die hinteren Geschütze raus. Mit HE. Vielleicht kriegen wir ihm einen zweiten Brand verpasst, weil anscheinend kann er gar nicht löschen. Aber da ist er schon erledigt. Hat unsere Yamato gemacht. Hat ihn rausgeboxt da. Und damit haben wir im Gegnerteam nur noch die Zao, den Gibbs 66. Ja, Gibbs. Gibbs her, komm. Ich würde dich ganz gerne noch auf der Liste kriegen, aber 22 Kilometer ist jetzt auch wieder eine sportliche Entfernung. Da kannst du wieder nur Aaron Jesus anbeten und hoffen, dass wenigstens eine Granate einschlägt. Von HE wieder auf AP gewechselt. Ja, da seht ihr es da. Nur ist es überhaupt kein Problem für die Zao rauszudrehen. Da kannst du wirklich nur hoffen, dass du den einen Moment erwischt, wo er halt nicht einlenkt, wo er halt mit anderen Granaten beschäftigt ist. Aber die Conqueror hat sich gut gemacht hier. Hat gut gehalten. Unsere zwei Versuche da anzugreifen sind halt schief gegangen. Aber was soll's, wenn man keinen Support kriegt. Trotzdem konnte die Conqueror überleben. Hat zwei Zitadellentreffer rausgeballert. Das ist in Ordnung. 69 Treffer. Ein Ausfall, zwei haben wir zerstört und drei Brände konnten wir immerhin anrichten. Macht in die Teamwertung. Leider nur Platz 2. Die Yamato hat es tatsächlich mit ihrer Standgeschütz-Arie da geschafft, Erster zu werden. 1893 Basispunkte ist in Ordnung. Kann man mit leben. No, und wenn ihr hier seht, no, Moskwa, also diese ganzen Standgeschütz-Arie, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Mein Spielstil ist es also nicht und ich wünschte mir, dass das weniger werden würde. So, ausführlich dem Moin 31.000 kassiert. Böse, böse Falle, das tat richtig weh. Kurfürst 6.4, das ist gar nichts. Yamato 32.000, Hindenburg 27.000, Montana 25.000. Und auch der G-Punkt hier nochmal 19.6. Also das ist in Ordnung, was die 4.57er da so rausknallen. 9.700 HE-Schaden ist jetzt nicht die Welt. Ne, mit dem Brand dazu aber in Ordnung. 58 AP-Treffer für 138.000 ist in Ordnung. Und es wurde halt schnell gelöscht. So sind insgesamt 150.000 Damage hierbei rausgekommen. Das ist in Ordnung. Selber 105.000 kassiert. 96.000 durch Beschuss. 8.900 durch die Brände. Das ist alles im grünen Bereich. Wenn man sich hier mal anguckt, wer hier Schaden gemacht hat, dann hat die Hindenburg mit AP reichlich Damage machen können an der Conqueror, aber auch die Yamato mit 64.000 konnte sich da sehr gütlich halten. Ja, 86.000 Schaden durch Aufklärung, da kann man mal sehen, wie weit ich vorne war mit dem Ding und sage und schreibe 2,1 Millionen potenziellen Schaden, also da wurde reichlich Richtung Conqueror geballert. Creditpunkte gab es auch ein paar, ein bisschen Erfahrung hin und her ist nicht wichtig, wir sind Work in Progress, ihr denkt immer dran, Work in Progress heißt, die Schiffe sind noch nicht fertig, es wird ausprobiert, ob sie so bleiben können oder nicht, ob sie so in Ordnung sind, ob man sie so fahren kann, ob sie sich gut eingliedern. Meine Meinung zum Healing kennt ihr, ich bin nicht der Meinung, dass das so unheimlich wesentlich stört, ich meinetwegen kann es so bleiben. Panzerung, naja, von hinten, der Treffer eben hat mich doch schon irritiert. Ich mag sie, ich finde sie gut, die Conqueror. Ich werde sie euch nochmal mit dem 419ern in dem anderen Clip zeigen. Für heute soll es das gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben für den Clip da. Bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.